So langsam müssen sich die Franzosen Sorgen machen um die WM. Nur 0:0 in Georgien, in der Gruppe I 3 Punkte Rückstand auf Spanien und nur noch 2 Spiele, um das zu ändern. Da kann man schon mal pessimistisch werden. Ich glaube, der erste Platz ist nicht mehr drin. Aber wenn wir in die Playoffs müssen, dann tun wir das eben. Wir müssen diese 2 Spiele gewinnen und anschließend nach Brasilien fahren. Schließlich könnte am Ende sogar Finnland vorbeiziehen. Und die Qualifikationsblamage wäre perfekt nach einem Spiel ohne Torerfolg gegen Georgien, der Weltmeister von 98 unter Zugzwang. Ich möchte nicht alles schlecht reden. Sehen Sie, wir haben 11 Punkte und noch 2 Spiele. Wir sind noch voll im Soll. Aber natürlich werde ich nach so einem Unentschieden nicht sagen, dass ich zufrieden bin. Zweckoptimismus nach einer vergebenen Chance und einem schwachen Spiel gegen eine Mannschaft, die man eigentlich schlagen muss. Die Schwachstellen sind schnell benannt. Jeder weiß es, unser Problem besteht darin, dass wir keine Tore schießen. Das ist schade, denn die Chancen sind vorhanden. Wir sind alle enttäuscht. Während Ribéry den vergebenen Chancen hinterher trauert, bangt die Grande Nation um ihren Superstar. Der Einsatz von Europas Fußballer des Jahres ist fraglich für das Spiel gegen Weißrussland.